Und damit hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich wollte mitsingen mit der Melodie, hat nicht geklappt. Warte, sieht komisch aus. Passt. Zack, wir haben die Arena gemacht. Wollten dann auch auf Level 55 bringen, glaube ich, erstmal. Helmut, Statik, Flora-Schild, Sturzbach, genau. Uff. Bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Ich habe jetzt gerade FIFA aufgenommen, deswegen ist die Facecam weiter dabei. Jetzt wäre ordensmäßig, genau, jetzt müssten wir Lavandia wäre jetzt dran. Richtig? Ja. Wir fliegen mal dahin und gucken mal, ob ich mich richtig erinnere. Weil ich weiß, dass wir irgendwas am Radioturm machen können. Ne, wait, wir kommen doch. Wir kommen schon nach Azuria, oder? Ja, Azuria. Ich glaube, ich weiß ja, was wir machen müssen. Wir müssen das nicht machen. Wir müssen nach Azuria. Und wir müssen zum Kraftwerk von hier. Das ist nicht der Ausgang. Oh, ich brauche keinen Zerschneider. Ein Top-Trank. Picknicker Kerstin. Level 1. Oh. Ich glaube, wir sind ein bisschen überlevelt. Ja, was drin ist, bin ich echt. Ist übrigens schön, wie chaotisch der Hintergrund aussieht. Keine Ahnung, wie chaotisch das in Wirklichkeit ist. Das sieht nicht mal annähernd wirklich jetzt noch viel chaotischer aus als das da. Also. Das sind alle Collectors Edition Verpackungen, by the way, die ich jemals bekommen habe, die ihr da seht. Ne? Deswegen nicht wundern, du bist auch mein Antiboden-Pokémon. Du hast Erdbeben. Ich muss da nicht mehr gucken. Ich sehe jetzt die Facecam da. Deswegen dachte ich, weiß ich, wie ich vom DS aufnehme. Das ist praktisch. Ihr seht übrigens den DS, mit dem ich aufnehme. Ne? Das ist das Tonkabel. Das hier ist das Capture-Kabel. Bam, 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 bam. Und ihr seht, seht ihr, wie schmutzig die Brille ist? Ich glaube nicht. Aber ihr seht, dass meine Webcam eventuell ein bisschen älter ist. Hier, weil ja, das Bild ist groß und ihr seht, es ist nicht mehr so leistungsstark. Das habe ich auch schon seit 10 Jahren. Also. Oder? Also ich habe sie wenigstens seit 7. Ja, wenigstens seit 7. Okay, Entoron. Das ist der Bauersphäre, dürfte mir screenen, aber. Wobei, ne. Hat der Psycho? Nee. Genau. Das, obwohl die Pokémon laut Pokédex starke Psychokräfte haben. Ja. Nintendo halt. Pokémon, ne? Das ist so eine Sache, ja. Ach ja, ich sehe übrigens jetzt hier auch dieses komische Tuch im Hintergrund. Das liegt daran, dass der Bezug von meinem Stuhl her, also das Ding hier, also dieses schwarze, kunstlehrmäßige, die äußere Hülle blättert ab und hat die ganze Zeit aus dem weiß-roten Bayern-Trikot immer ein schwarz-rot-weißes gemacht. Sphäre Bams.
Ja. Also gibt es jetzt dieses Schutzding. Das lag auch bei meinen Großeltern rum und dann. Ja. Also es war für. Ursprünglich ist es eigentlich für Liegen gedacht. Aber die Liegen haben jetzt halt wir und nicht mehr meine Großeltern und deswegen haben wir großen. Nehmt das für die Liegen doch auch. Und wir haben gesagt, wir brauchen das für die Liegen nicht. Und das ist auch von ja, aber ich könnte es für meinen Stuhl gebrauchen und jetzt ist hier. Hi Georock, tschüss Georock. Ja. Oh, ich freue mich auf übermorgen, weil ich zum ersten Mal selber Sushi. Ja. Wenn es gut läuft, dann könnte ich regelmäßig Sushi essen. Es ist lecker und gesund. Ich verstehe nicht, warum ich der Einzige in der Familie bin, der das mag. Was ist falsch mit denen? Ja. Könnte übrigens sein, dass Stomp jederzeit hier in den Channel joint. Oder ist der online? Wer ist noch online? Ich bin nochmal im Voice Chat. Gut. Der schaut vermutlich wieder Anime mit irgendwelchen Leuten den halben Tag lang. Das macht, wenn er Pause hat, eigentlich kaum was anderes. Ich sollte, glaube ich, ein Stück nach hinten gehen. Das ist angenehmer. Versteht ihr, warum ich nicht angelehnt aufnehme, auch wenn ich es machen könnte? Können halt so spielen, aber. Ist nicht sonderlich angenehm. Ich stehe zwischendrin, wenn ich eine Serie gucke, so stehe ich auch mal auf, weil es besser für den Rücken ist. Hat Hubbeluf einen Flugtyp bei? Wir gehen auf Nummer sicher und Psychokinesen das Ding. Dominion hat Level 55 erreicht. Damit haben wir jetzt einen anderen Leader für das Pokémon wechseln. Thatch mit dem niedrigsten Level ist dran. Fällt übrigens gerade wieder ein, warum der keinen Donnerblitz dabei hat. Ob der jemals Donnerblitz lernen wird und Lichtschild. Kann ich den was vergessen lassen? Reflektor könnte ich eventuell vergessen lassen für Lichtschild. Aber Reflektor ist sinnvoller. Denn es gibt eigentlich nur eine starke spezielle Bodenattacke und zwar Erdkräfte. Der Rest ist physisch und andere Schwächen hat er nicht. Also. Mein Gott, ist die Musik cool, ey. Das ist, glaube ich, auch falsch. Zum Kraftwerk müssen wir surfen. Weiß noch als Let's Go, Pikachu. Let's Go Evoli kaufe ich mir übrigens auch nochmal irgendwann und dann spielen wir das auch nochmal. Aber aktuell auf der Switch-Spiele-Wunschliste sind nur Mario 3D World. Ich sollte übrigens das Lied Pokémon wechseln zu Thatch. Die Musik ist zwar cool, trotzdem helfen die random Encounter hier. Bam! Genau, Mario 3D World. Dann natürlich noch Hyrule Warriors, weil ich mir denke, ich als erstes holen werde, weil wir es angefangen haben schon im LP.
Ja. Genau. Ich muss aber ein bisschen sparsam sein, weil ich den Überblick verloren habe mit dem Disney Plus Abbuchung, muss eigentlich schon längst gekommen sein, aber die kommt irgendwie nicht. Deswegen will ich jetzt erst vorsichtig mit Geld ausgeben, damit ich dann weiß, wie viel Budget ich habe. Ein Typ ist in das Kraftwerk eingebrochen. In was für einer Welt leben wir nur? Uff. Hey. Dieses Kraftwerk wurde eigentlich schon vor langer Zeit stillgelegt. Aber wir haben es wieder in Betrieb genommen, um damit Energie für den Magnetzug zu gewinnen. Der Magnetzug verbraucht sehr viel Energie. Ohne den neuen Generator bewegt sich da gar nichts. Der Direktor des Kraftwerks? Oh, also, den findest du da drüben, aber seit der Generator sabotiert wurde, ist er mal wütend, mal traurig, mal müde und mal betrübt. Manchmal dreht er dann auch völlig durch und lacht sich krank. Es ist eine Achterbahn der Gefühle. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Dickdri? Möchtest du es gegen meinen Magneton tauschen? Also bekommt man, glaube ich, hier einen Magnetzone. Oder nee, das musst du mit Item tauschen, glaube ich. Ich habe aber kein Dickdri dabei. Aber sobald wir in die Diktatone können, können wir uns das mal angucken. Ein Dieb hat ein wichtiges Teil des Generators entwendet. Ohne es funktioniert der neue Generator nicht. Die wiederholen sich alle. Das ist inakzeptabel. Ich habe Stunden und Tage mit der Reparatur des Generators zugebracht. Wie kann dieser Karl ihn nur sabotieren? Wenn ich den erwische, kriegt er ohne Gnade den Ladestrahl zu spüren. Pa-pa-pa-pam! Das hast du davon! Ich glaube, damit müssten wir jetzt alles getriggert haben. Sag ich ja. Wir haben Neuigkeiten aus Azuria City. Es heißt, dort treibe sich eine verdächtige Gestalt herum. Dürfte ich dich vielleicht um Unterstützung bitten? Die verdächtige Person treibt sich scheinbar vor der Arena von Azuria City herum. Deswegen können wir noch nicht in Mistys Arena, weil da in der Arena irgendwas, das Event auslösen müssen, was mit der Arena zu tun hat. Und danach finden wir Misty an dem Ort, wo ich sie schon versucht habe aufzusuchen. Boom. Und genau, also, wir haben jetzt die quasi 3, 4, 5 und 6 gemacht, Orden von der Reihenfolge her. Wisst ihr ja, wegen Metzko Pikachu. Und danach machen wir 2, 1, 7 und 8. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Bronx. Oh, sorry. Bist du auch noch verletzt? Ich bin total busy, beschäftigt. No time, um mit dir hier Zeit mit langen Gesprächen zu verschwenden. Wenn mich hier jemand sieht, you know, dann ich bin in großer Trouble. Aber oh no, du hast ihn ja schon gesehen. Das war ein gross big Fehler von mir. You, du musst all of this vergessen. Du hast hier nothing gesehen, okay? Du warst von absolutely nothing, klar? Goodbye, auf never wiedersehen. Ich habe versucht, so möglichst Englisch zu sprechen, wie geht. Also Englisch mit... Deutsch mit Englisch. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, hi, Angelo. Cool. Auf zur Nuggetbrücke. Hier ist denn unser Freund. Oh no, I had myself doch verstärkt. And trotzdem, du hast gefunden me. In die Team Rocket, ich bin der only one man from the Ausland Country. Aber, however, das hat absolut nichts zu bedeuten. Ich habe ganz allein die Masterplan entwickelt, zu stoppen die Sturmzufuhr. Aber die City-Leute alle sind in Schock. Und ich fühle mich wie Roll minus Rock. Meine Secret-Geheimplan kann ich dir nicht verraten. I can't. Aber, however, wenn du besiegst mich and win, ich werde meine Geheimnisse verraten wie ein Mann, like a man. Du verstehst? Do you understand? Let the battle begin. Bam, 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 bam. Ja, Team Rocket. Wir spielen nochmal eine Rolle. Wie gut, dass wir Patch One haben, nicht wahr? Wasser. Warum überrascht mich das, dass Golbat auf Volt 12 Level unter Thatch Sinon spiegelt?
Ich meine, der hat echt eine hohe Init-Basis. Deswegen, also X-Bar, die Weiterentwicklung ist krank, was Init angeht. Ich glaube, eins der Pokémon von allen Non-Legendaries. Du bist Strawberry, Brombeer, nein, very stark. And here I bite me alle Zähne aus. Respect, I salute you. Großer Applaus. Schnell vorzulesen, ey. Okay, alles klar. Ich verrate dir mein Secret-Geheimnis. I have die Spule in die Arena von Azuria City versteckt. Yes, I have. Wenn du neben die Schwimmreifen checkst, find you sie bestimmt. You will. Aber, however, nicht vergessen. Don't forget. Team Rocket wird dich definitely besiegen. Yes, we will. All meine Friends werden kommen aus Johto. What sagst du da? Team Rocket ist Geschichte. All gone. Sie haben sich aufgelöst, you say? Oh no, what soll ich now only machen? Okay, ich gehe zurück nach meinem Heimatland, meine Country und gründe meine eigene Team Rocket. Goodbye, so long. Ich glaube, der geht nach Einal? Das weiß ich, auf jeden Fall taucht der Typ in einem späteren Spiel nochmal auf und erzählt ihm quasi die Geschichte von dem, was hier passiert ist. Uff, tata. Nicht vorbei. Klar. Ich muss so viel aufstoßen heute, ey. Es ist schon wieder so belastend. Ja, du warst das, oder? Was ist diese depperte Spule? Ich meine, der meint doch die Reifen da drüben, oder nicht? Spule. Können wir uns doch ganz angucken, wie die aussieht. Spule. Das muss ich auch schon gähnen, ey. Alles absolut nicht feierbar. So, genau, jetzt geht der Magnetzug wieder. Und ich glaube, wir können das Lavandia-Event auslösen. I hope so, at least. Ja. Ja es, ach ja, es ist seit dem vorletzten Part quasi. Er wurde das Diamond und Pearl Remake angekündigt. Der Chibi-Arzt, der sieht nicht gut aus. Besonders Cynthia sieht inzwischen... Cynthia war vorher echt beängstigend, aber jetzt kann ich Cynthia nicht mehr ernst nehmen. Jetzt kickt nicht mal mehr PTSD, wenn du Cynthia siehst. Denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, wie ist... So, kennt dieses Meme mit... Look how I massacred my boy. Das ist passiert mit Cynthia. Also, massacred. My girl. Ah! Die hat nicht ohne sonst PTSD gegeben. Jetzt macht sie es nicht mehr. Also, weil die einfach zu cute aussieht. So ein Chibi-Art-Style ist. Das passt überhaupt nicht zu dieser Gen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Gen gibt, die das besser gepasst hat, aber das ist. Mit Gen 5, die am ernsten sind und ich finde die erwachsensten Themen behandelt. Wo dieser Chibi-Arzt da halt überhaupt nicht passt. Hä? Wie, was, wieso? Hast du etwa das fehlende Teil des Generators gefunden? Das arme kleine Ding, das dieser böse Mann aus meinem geliebten Generator entwendet hat, meinst du? Dieses Teil? Du hast das also wirklich gefunden?
Oh, ich könnte dich küssen. Vielen Dank. Dann schreiten wir gleich mal zur Tat. Zibbeldi, zibbeldi, zapp. Hier gehörst du hin und schnapp. Oh, es tut sich was, es tut sich was. Oh, oh, oh. Oh, ich bin dir so dankbar. Erlaub mir, mich mit dieser TM etwas erkenntlich zu zeigen. Latsch dran. Die TM 57 enthält die gnadenlose Attacke Ladestrahl. Wenn sie abgefeuert wird, mag das Pa-Pa-Pa-Pam. Und du hast nicht nur deinen Gegner angegriffen, sondern womöglich auch den Spezialangriff deines Pokémon erhöht. Tatsächlich relativ nützliche Attacke für Challengers. Aber für uns leider nicht zu gebrauchen in dem bereits vollen Moveset. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch auf nach Lavandia. Und dann was ist mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.